Ja, hallo zusammen, schöne Grüße aus dem Hyundai Ioniq Electric Premium aus Hamburg. Anlässlich des E-Cannon Balls wollte ich mich noch einmal zurückmelden und habe hier ein Update für alle, die es interessiert. Und zwar geht es ja nochmal um die Teilnahme des Model 3 an diesem für mich immer noch Wettbewerb. Und zwar gibt es ja seit kurzem im Netz die Nachricht, dass man einen Tesla Model 3, einen US-Tesla Model 3, auch an europäischen Superchargern laden kann. Und zwar seit das Team von G-Electric aus Österreich mit ihrem Model 3 einen neuen Weltrekord aufgestellt hat. Und zwar in 24 Stunden, glaube ich, über 2000 Kilometer mit dem Model 3 zurückzulegen. Und zwar mit Nutzung der europäischen Supercharger, mit einem kleinen Hilfsmittel. Und das finde ich großartig und wollte nochmal allen sagen, dass ich mir vorstellen kann, dass auch hiermit ein fairer Wettbewerb möglich ist, wenn ein US-Tesla Model 3 hier am E-Cannon Ball teilnimmt und vielleicht auch auf dieses Hilfsmittel zurückgreifen kann. Das wäre natürlich großartig. Dann gibt es auch einen fairen Wettbewerb und eine faire Chance, wie alle anderen Tesla-Fahrer auch, am Supercharger zu laden. Da braucht man kein zweites Fahrzeug und auch keine Simulation. Also wäre für mich auf jeden Fall nochmal riesengroß, das aufzuklären, dass es mir gar nicht so sehr um die persönlichen Befindlichkeiten der Teilnehmer dort ging, sondern einfach um die Tatsache, dass hier gegenüber den anderen Teilnehmern ein, sage ich mal, anderes Hilfsmittel, eine andere Bedingung zugrunde gelegt wird, als das, was eben die anderen Teilnehmer für Chancen haben. Insofern bin ich ganz guter Dinge, dass das doch noch alles sehr gut ausgeht und sehr positiv verläuft. Und somit auch ich mir wünsche, dass es eine tolle Veranstaltung wird, die auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß machen wird. Noch dazu, wenn die Protagonisten, die da teilnehmen, hier in den schönen Norden kommen und auch vielleicht die dichte Ladeinfrastruktur am Vortag hier in der schönen Stadt in Hamburg nutzen können. Ja, insofern wollte ich das nur noch mal aufklären. Ich habe die Meldung verfolgt, dass, wie gesagt, das Tesla Model 3 aus den USA mit einem kleinen Hilfsmittel an den europäischen Superchargern ladefähig ist, also geladen werden kann, auch mit voller Leistung. Insofern sehe ich diesem E-Cannon Ball völlig entspannt entgegen. Wenn die Möglichkeit besteht, das so einzusetzen, das kann ich nur spekulieren, wäre es auf jeden Fall klasse und wünsche dem Team von Clean Electric auf jeden Fall viel Erfolg und ja, eine tolle Veranstaltung. Ich drücke euch die Daumen. Macht's gut und wir sehen uns.